Hallihallo Leute, ich begrüße euch zu The Eternal Cylinder, eine weitere Folge. Und wir müssen ganz dringend essen, wie ich sehe. Wir haben wahrscheinlich so viel gerannt in der letzten Folge, um dem ein Wesen zu entkommen und zu besiegen, dass wir jetzt fürchterlich Hunger haben. Da müssen wir definitiv was gegen tun. Und ich nehme mal ihn hier, denn der kann sehr viel aufsammeln. Da kann ich in kurzer Zeit verschiedenste Sachen und davon viel einsammeln. Oh. Ich wusste gar nicht, dass der hier drin auch, dass man den auch erfroren finden kann. So, jetzt mal die Sachen erstmal. Oh. Den wollte ich gar nicht rufen. Und er hier kann gleich nochmal ein paar von den Sachen aufsammeln. Davon hat er ja jetzt noch Platz. So, und dann mal weiter mit ihm. Das macht kaum satt hier. Und immer ist der ist über uns irgendwelche Gefahr. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir, glaube ich, hier rauskommen. Verstehe zwar nicht ganz, wozu wir den jetzt eigentlich besiegt haben, ob das jetzt irgendeinen Vorteil für uns gebracht hat. Der hatte uns jetzt, warte mal, welche Fähigkeit hat er uns jetzt gegeben? Ich hab's direkt wieder vergessen. Ja, die Regenerationsfähigkeit war es, genau. Aber das alleine macht so eigentlich gar keinen, so einen großen Sinn. Scheiße, Wasser brauchen wir auch, sehe ich gerade. Wir sind hier ganz schön hart am Struggeln gerade. Da unten sehe ich Wasser. Nee, Quatsch, da war ich doch gerade. Das sieht nur wieder aus wie Wasser. Das bringt Wasser. So, noch ein paar, dann haben wir das auch aufgefüllt. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Wegessen. So, das reicht jetzt erstmal wieder. Ich nehme jetzt mal wieder ihn, den Gugru. Und dann sehen wir mal, was es hier weiteres gibt. Ich würde gerne wieder eine Höhle finden, ehrlich gesagt, damit wir diese Pilze sammeln können. Das ist wahrscheinlich das Zeichen, dass die sich verwandeln. Das Geräusch. So, hier könnten wir weiter. So ein bisschen ins Ungewisse allerdings. Oh, hier ist ein Nest. Mit einem Ei. Einem orangenen Ei, aber das Problem ist, das ist so blöd eingebaut natürlich, dass man, wenn man es holt, auf jeden Fall. Oh shit. Auf jeden Fall den Zylinder in Gang setzt. Das möchte ich nicht. So schnell komme ich dann vor allem gar nicht woanders hin. Tatsächlich sieht es danach aus, als müssten wir wieder weiter. Den Pilz zu finden ist echt gar nicht leicht. Und du entspann dich mal da oben. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, hä? Gut, das heißt, wir müssen hier scheinbar weiter. Oder können wir da hinten noch lang? Ich muss das natürlich erstmal untersuchen.
Was ist das hier? Nur was zu essen. So, hier kann man theoretisch auch durch. Aber hier sehe ich noch weniger, ob es mir irgendwas bringt. Also ob ich da in der Nähe von einem Turm bin. Nach einer Höhle sieht es auch nicht aus hier. Gut, also. Nützt ja nichts. Wir sammeln noch ein bisschen Essen. Und dann kann es weitergehen. Die Frage sein, links oder rechts lang zum Turm? Ich sehe gerade in keiner Richtung was. Da müssen wir sehen, wenn wir durch sind. Was näher ist. Der sieht relativ nah aus. Ja, das ist er. Den müssen wir kriegen. Oh shit. Dafür müssen wir hier über den Giftnebel drüber. Oder gibt es da vielleicht eine Brücke? Oh shit. Gibt es. Jetzt bloß nicht runterfallen. Shit, wo ist er? Das ist so eine Anspannung, Leute. Ich sag's euch. Komm, komm, komm. Wir haben's gleich. Oh Gott, oh Gott. Uff. Oh, ich schwitze. Bitte bleib ganz. Okay, er ist ganz. Oh Gott sei Dank. Warum darf ich nicht speichern? Passiert jetzt gleich was? Kommt jemand drüber? Beware, the voice in their memories cried out. The mathematician has been summoned. This place was no longer safe. Bringt er mich jetzt um? Der reißt ihn ab! Doch, wir müssen hier wirklich weg. Du Arschloch, du! Aber rollt er jetzt? Ich sollte nicht warten, bis der wegrollt. Der wird wahrscheinlich weiter rollen. Ja, er rollt weiter. Natürlich. Also direkt weiter zum nächsten. Ich frag mich, ob die Entwickler so fies sind, hier noch was zu verstecken. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was versteckt wäre, was wir finden können. So Sachen, die wir retten müssten oder so. Also Chaphams retten oder irgendwelche Sachen einsammeln. Sowas wie das Ei zum Beispiel hier. Nie und nimmer hat man genug Zeit dafür. Oh Gott, oh Gott. Da hinten ist eine Wand. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ich hätte über den Zylinder müssen, oder? Kann das sein, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gegeben hätte? Das war's. Nee. Nee, das geht schief. Aber es fehlt nicht ganz so viel. Ich müsste nur gleich von Anfang an hier in die Richtung fliehen. Was? As the Trebem continued their voyage to the desert,
they felt a strange sense of being observed. But this was not the cruel gaze of the cylinder and its servants. No, it was almost as if someone was trying to help them, laying out a path for them to find. The voice in their memories encouraged them to go forward. Mann, jetzt habe ich ja so viele Leute verloren, so viel. Mann. Aber ich fange jetzt, ich lade das jetzt trotzdem nicht. Wir müssen damit klarkommen, dass wir leider auch welche verlieren. Wir haben furchtbar wieder Hunger durch das ganze Gerenne. Das war echt mies, muss ich sagen. Der reißt das einfach weg. Und dann ist es ewig weit zum nächsten. Alles essen, was geht. Tja, gut, ich speichere dann trotzdem mal manuell. Ja, dann können wir ja ein paar aus der Cloud holen, würde ich sagen. Und wahrscheinlich führt das Licht da auch hin. Mehrere Stellen. Bin gerade nicht sicher, wo ich zuerst hingehe. Da sehe ich auf jeden Fall was aus der Cloud. Jetzt haben wir natürlich auch sämtliche Zutaten verloren, sehe ich gerade. Die wir hatten für das Rezept oben. Ach, darf ich doch mal laden? Ich weiß nicht. Ist nichts in der Sache, würde ich sagen. Gut, wir sind zu zweit, wir könnten zwei rausholen. Aber ich würde tatsächlich jetzt nur einen rausnehmen. Und vielleicht tatsächlich mal Gu. Der ist jetzt schon so lange hier drin. Der kann uns Wasser geben. Das soll er dann auch gerne tun. Da ist Gu. Sehr schön. Den vierten lasse ich erstmal. Hauptsache erstmal drei. So, im Eisgebiet könnte ich auch wieder die Limetten finden. Ich nenne es jetzt einfach so. Dass wir wieder anfangen, die Zutaten zu sammeln. Und da führt das nächste Licht hin. Wie, der spuckt, das habe ich ganz vergessen. Was ist das denn? Was this a ruin? Some part of an old temple? No. Not quite. Wir brauchen noch mehr, oder? Wir brauchen noch zwei mehr. Ach shit. Das heißt, ich müsste aus der Cloud wahrscheinlich noch ein paar rausholen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann da hinten sehe ich zum Beispiel ein, dass die hier ein paar versteckt haben. Für den Fall der Fälle, dass wir nicht genug haben. Da ist zum Beispiel ein Ei. Das nehme ich gleich mal mit. Wie komme ich jetzt da hoch, ist die Frage. Das ist zu warm, das macht mich kaputt. Vukrun, hallo, willkommen in der Familie. Leider wieder ein bisschen geschrumpft ist. Da mal so ein Ei. Das dürfen wir jetzt nicht essen. Deswegen würde ich jetzt mal auf hier ihn hier switchen. Warum hat er so wenig Leben? So, hier haben wir noch mehr von den Eiern. Er konnte sich jetzt nicht entscheiden, ob er das Fell behält oder nicht. Er ist recht langsam, ne? Dadurch, dass er mehr Sachen aufnehmen kann.
Vielleicht wechsle ich dann doch mal lieber auf unseren neuen Begleiter, den Vugrun. So, dann gehe ich mal dahinter. Aber wir könnten Wasser gebrauchen. Aber eigentlich noch geht's gerade. Ich warte noch ein bisschen, bis ich damit sammle. Da haben wir unsere Limette. Davon brauchen wir aber noch zwei Stück. Die Eisflächen absuchen. Warum heißt der Mathematiker? Frage mich wirklich, was das, was die Geschichte der hinter der ganzen Sache ist. So, da ist ein Schrein. Da könnte es auch sein, dass es da vielleicht auch diesen Pilz gibt, wenn ich Glück habe. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und da sind wir. Erstmal die Kristalle wieder einsammeln. Ich bräuchte im Prinzip jetzt auch wieder einen, der für mich die Mineralien verwerten kann, um noch mehr Kristalle zu bekommen. So, und ich würde sagen, ich werde auch definitiv den Nahrungsspeicher erweitern. Denn irgendwie ist der viel zu schnell alle. Oh, bin ich sogar direkt richtig hier. Gleich nochmal vielleicht. Wenn so viel Kristalle wie ich jetzt habe, bin ich mal... Ich will wenigstens mal auf die 2 verbessern, den Wasserspeicher. Dass ich den nicht komplett vernachlässige. Ansonsten ist es im Prinzip hier die Ausdauer. Reicht doch gerade noch so. Wunderbar. So, haben wir jetzt hier irgendwo dieses Mineral? Was ist das denn? Okay, der sagt uns gleich nochmal was. So, was war das? Das war nur zum Verarbeiten, glaube ich. Und leider haben wir... Kein, der das kann. Woran habe ich denn das nochmal erkannt? An diesen Auspuffrohren, ne? So, haben wir hier vielleicht die Zutat irgendwo? Sieht leider nicht danach aus. Auch den Pilz, den ich gekauft habe, finde ich hier nicht. Den Saugnapfpilz. Ja gut, dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. The projection from the pool shared its wisdom with the Trebum and showed them how to protect it from the evil light of their enemies. Ach stimmt, eine weitere Zutat, die ich suchen kann. Den Feuerrüssel. Ja gut, ich meine, so sinnvoll fand ich den bisher noch gar nicht. Deswegen verfolge ich den jetzt auch erstmal nicht. Das kann ich ja immer noch machen später. Besten Dank. Was sagst du mir zum Rausgehen und vor dem Rausgehen noch? Was ist das hier? Wasser. Achso, stimmt, Wasser. Wasser brauchen wir. Reichen.
So, speichern und dann könnten wir im Prinzip direkt zum... Nee, zum nächsten Licht nicht. Das Licht war nur, das war nur die Cloud. Sind jetzt 4. Kann sein, dass wir noch einen brauchen. Oh nein, von denen gibt es mehrere. Ich lasse den einfach. Ich musste nicht angreifen. Sehe ich keinen Grund. Da hinten könnte was sein. Solange ich nicht zu weit gehe. Was ist das für eine? Ach, da ist der Kohlkopf wieder. Nehmen wir ihn mal. Achso, nee, Wasser haben wir genug. Das ist eigentlich jetzt auch erstmal nicht notwendig. Komm schon, lass mir doch mal hier irgendwo einen Pilz stehen. Ist was, aber ich glaube, da waren wir vorher, nachdem wir da jemanden in der Cloud abgegeben haben. Warte mal, da waren wir aber noch nicht. Was ist? Hä, nochmal? Warum 2? Nee, das macht gar keinen Sinn. Warum sollten hier 2 in so kurzem... Ach nee, das andere ist die... der Altar, wo ich ja eigentlich hin will. Aber ich schätze, dafür muss ich dann... Da ist noch ein Ei! Oh Gott sei Dank. Gut, dann muss ich mich erstmal um den hier kümmern. Hä? Warum kann ich in den Feuerrüssel nicht aktivieren? Ein bisschen doof gemacht. Wenn man mehrere Mutationen hat, kann man immer nur eine aktivieren, obwohl man eigentlich ja mehrere hat. Weg hier. Was habe ich da gerade getan? Und ruckel, ruckel. Beruhig dich, Spiel. Noch 2 von denen. Wir brauchen dringend neue Munition. Wer war denn das überhaupt noch mal gewesen, der das konnte? Welche Mutation? So, wir müssen irgendwie sehen... Ich frage mich ja gerade, ob ich nicht einfach nur das Ei ein bisschen unter Feuer setzen kann, damit es ausbrütet. Gut, der wandert auf langsamem Weg jetzt hierher. Das könnte ich vielleicht nutzen. Ich hoffe, das reicht. Der steht direkt auf dem Ausbrütungsding. Wie mies ist das bitte? Nee, so wird das nichts. Wenn er da steht, habe ich keine Chance. Wie kriege ich den da weg? Hat einer von euch noch Munition? Chance. Mit Wasser brauche ich es ja eigentlich nicht erst probieren.
Der Mischer war es. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Mischer konnte das. Ich könnte versuchen, das schnell dahin zu legen, aber ich glaube, das geht schief. Komm mit, schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wie heißt du denn? Ich will, das habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Wuton. Wuton, hallöchen. So, jetzt müssen wir noch genügend sein, um dort zum Altar zu gehen. Und dann nutze ich diesmal den Moment des Cliffhangers und sage, wir sehen das in der nächsten Folge, was das jetzt, ob es erstens reichen wird und zweitens, was es dann auslöst. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Tschüss.